Hallo Leute, was geht? Der Atze1005 hier mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Wir haben uns das letzte Mal durch das Meer des Nebels gekämpft und haben die Seeschlange fertig gemacht und sind nun auf der Insel Libor. Und wir wollen doch sogleich mal, das passt alles, sogleich mal in die Insel sozusagen durchstarten. Und zwar... Hä? Geht's hier irgendwo eigentlich rein? Ah ja, hier. In den Wald. Jetzt, wenn man wüsste, gegen was. Naja, wir lassen es, glaube ich, mal so. Hallöchen. Wer bist du denn? Giftpilz. Materienknall. Keine Ohnmachtsangriff. Bebenhieb. Mackenhieb. Materienknall ist gut. Ohnmachtsangriff, naja. Oh, Bebenhieb ist auch schön. Nackenhieb daneben, na dann. Wem es gefällt. Kreuzschnitt probieren wir nochmal. Gaia. Ist ja auch was mit Erde. Giftstrom. Oh, also vergiftet. The World of Awesomeness. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Gegengift. Leer. Dann. Fair soll doch noch mal angreifen. Und Tavio macht Gegengift auf Fair. Wir haben keine Tränke, das ist die Kacke. Tot. Na gut. Und ein Elixier, 1000 Zenny genommen. Und die sind vergiftet. Oh nein. Item. Gegengift. So, weiter geht's im Außenwald. Ich versuche vielleicht den Gegnern auszuweichen, wenn es geht, da wir keine Magietränke haben und ich eigentlich keine Lust habe, irgendwie zu sterben. Ach ja, hier kann man jetzt wieder so rum. Sehr schön gemacht. Die Insel Libor. Ich glaube, gegen den müssen wir kämpfen. Oh nein. Wir nehmen doch mal Ding mit rein, Terrasa. Yeah! Lauter Giftpilze, oh nein. Kraftbrecher. Ach ja. Donnerwetter. Haut ganz schön rein. Giftstrom, sehr schön. Ah! Alle vergiftet. Ach Mann. Daneben, na dann. Schmerzpuder ist auch schön. So, Materie. Kraft. Gedöns. Gegengift. Und wir haben nichts zum Heilen. Ja, ich weiß, es ist nicht schön, aber es ist so. Nicht, dass mir die Lilie hier noch wegkippt. Toll. Toll ist das wir. Mit null Heiltränken und Kacke. Ich raste aus irgendwann. Aber jetzt nicht. So, jetzt schauen wir, dass wir die hier wegbringen. Und... Aha. Tot. Schon wieder Schmerzpuder. Ah, Lilia ist tot. Du legst mich doch im Arsch. Nicht schön. Aber Lebenswasser haben wir ja noch, glücklicherweise. Das habe ich jetzt gedrückt. Nein, Fea, ach Mann. Und stirb.
Na komm schon. Und tschüssi. So, 1500 Zenny, bla Level auf für Terrasa und für Tavio. Ja. Gegengift. So, Lebenswasser. Nom nom. Okay, weiter geht's. Die Hater ist was. In der Felswand sind einige Risse. Perfekt für Terrasa und die Springflamme. Dum-ti-dum. Aus dem Höhle. Nein! Ich will nicht gegen irgendwelche Molche kämpfen. Hilfe! Ja. Ding. Technik. Meeressynthese. Wir können hier durch. Awesome. Und schon wieder irgendwelche Pilzdinger. Hilfe. Speichern. Nein! Danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, da unten ist auch irgendwas. Pödempödem. Da ist eine Truhe. Toll. Nein! Ah! Vergesst es. Wir holen uns die Kiste später. Es ist nicht gut. Ah ja. Und wieder im Wald. Dibbli, 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 Hilfe, dibbli, dibbli, dibbli. Cool. Ein Dorf? Willkommen in Gemsa. Oh yeah. Familie Wedef. Sieht sehr im Wald verborgen und so aus. Eingesperrt, ziert den Buchrücken. Was ist los, Sarosch? Bei diesen. Wir sollten dieses Dorf wieder verlassen. Diese Habienschufte scheinen ja nicht hier zu sein. Was ich sage? Das ist ja so klar. Vermutlich haben wir uns noch verlaufen. Ich. Verlaufen? Du schätzt wohl, ich habe schon so viele Orte bereist, da finde ich auch hier ruckzuck den Weg nach draußen. Wenn du... Was soll das, Leute? Sarosch wollte etwas sagen. Was? Na, dann soll er es doch sagen. Ihr unterbrecht ihn doch dauernd. Nein, ist schon gut, Lilia. Siehst du, also lass uns nun den richtigen Weg finden, Kameraden. Ja, bla. So. Das Verderben kommt unsichtbar, steht hier im Regal. Gruselige Vorstellung. Ist richtig. Ich sag nur Paranormal Activity. Hallöchen. Wir leben hier nur von Früchten auf Liebe und... Was? Wir leben hier nur von Früchten auf Liebe und dem Wasser aus den Seen. Wir brauchen die Außenwelt nicht. Von mir aus. Wenn's du meinst, Mädchen. Mach doch, was du willst. Und tschüss. So, wie ist das? Ich bin froh, dass die Kreaturen aus dem Dschungel unseren Ort meiden, sonst würde ich auch sicherlich nicht länger hier bleiben wollen. Na, kann ich mir vorstellen. Wenn ihr neu hier seid, solltet ihr vielleicht zuerst mal mit dem Dorfältesten sprechen. Machen wir dann. Familie Sisitop. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Tja, schön. Elfenleid heißt der hier zu findende Titel. Der Mensch, der hier wohnt, hat einen ausgezeichneten Geschmack. Dead Note steht hier im Regal. Das habe ich sogar gelesen. Absolut tolle Geschichte. Na dann. Dam, dam, dam. Familie Polar. Gott der neuen Welt steht hier im Regal. Wenn sie wüssten, dass es eigentlich eine Göttin ist. Die Elementargöttin. Captain Köpfert, startet durch, heißt das Buch, welches hier steht. Allein vom Namen her könnte man meinen, es sei ein Buch für Tavio. Wieso denn das? Captain Köpfert, das klingt doch selten dämlich. Tavio der Große, der unglaubliche Tavio, Tavio Fantastisch, Captain Tavio, das sind Namen. War ja zu erwarten, dass nun so etwas kommt. Nun, das zeugt immerhin von einem gesunden Selbstbewusstsein, ein richtiger Energieknödel. Tabio der Energieknödel? Beim besten Willen, der Name ist alles andere als anmutig. Aber er ist kraftvoll. Aber ja, na gut, kraftvoll ist er wirklich. Na dann.
Hallöchen, Junge. Wer seid ihr? Versteht mich nicht falsch, aber es hat einen Grund, warum unser Dorf so versteckt liegt. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier alles treibt. Du Schwein! Du elende Drecksau! Ja. Ich mag Gamesan nicht. Hier habe ich ja kaum genug Platz zum Spielen. Hallo, da ist nichts los. Da ist genug Platz zum Spielen, du Pfosten. Na dann. Oh, ein Opi! Oh, Kinder, lass mich. Lass bitte mehr. Lass mir meine Ruhe, bla bla bla. Geh weiter, du alter Sack. Noch ein Haus. Ein Buch mit dem Titel Der Donner. Das ist doch sicher was für dich, Tabio. Yeah! Machst du Witze? Helden wie ich brauchen sowas nicht. Nun, sieh schon rein. Na gut, ein Blick kann ja nicht schaden. Tabio liest das Buch. MP und KB von Tabio sind um 50 gestiegen, Stärke, Geschick, Tempo und Mentalität von Tabio sind um 5 gestiegen. Das hat sich doch gelohnt. Warum starb er, liest sie hier? Ein Buch mit dem Titel Der Donner, bla. Wer ruhig und zurückgezogen leben will, der zieht einfach nach Gamesa. Allerdings bekommt man hier auch nie wirklich mit, was in der Außenwelt passiert. Und das glaube ich gerne. Gibt es außerhalb von Liebe eigentlich noch andere Orte? Ja, da gibt's noch Ding und dann gibt's noch Krytheos und dann gibt's noch Dingsenbumsen. Familie Rolf heißen die übrigens. Ja, Krytheos und hier Ding und Bum und bla bla. Und hier gibt's ein Schild. Dorf Alistair Gemsas Haus. Wir gehen rauf. Das Haus ist im Baum. Yeah. Ein Haufen Berichtshefte. Steht auf diesem Buch. Originell. Man weiß es nicht. Hallöchen. Entschuldigung, sind Sie der Bürgermeister oder Dorfälteste von diesem Ort? Ja, genau der bin ich. Ich bin der Dorfälteste Gemser der Vierte, nach diesem Ort benannt wurde. Kommt nicht gerade häufig vor, dass sich Fremde hierher verirren. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Was? Verziehen Sie die Frage aber. Na dann. Sui, Rechtschreibung und so. Verziehen Sie die Frage, aber wo hat das Volk der Habchen hier ihren Unterschlupf? Wir wissen, dass sie irgendwo auf Liber sein muss. Ja, ihr habt recht. Sie haben sich tatsächlich hier niedergelassen. Aber warum wollt ihr wissen, wo sie sind? Man sollte ihnen besser nicht zu nahe kommen. Das sind kaltblütige und hinterlistige Kreaturen. Mit denen ist nicht zu spaßen. Das wissen wir, aber wir müssen trotzdem wissen, wo sich ihr Unterschlupf befindet. Ich bitte Sie. Na gut, aber ich übernehme keine Verantwortung, falls euch etwas passieren sollte. Keine Sorge, damit habe ich ohnehin nicht gerechnet. Na, wie auch immer, die Habchen waren noch nicht immer hier auf Liber. Sie kamen eines Tages sehr plötzlich hierher und wollten ihren Unterschlupf schaffen. Es gibt einen Tempel, der einst für Gemsa den Ersten errichtet wurde. Er gehört eigentlich zu diesem Dorf, doch die Habien haben sich leider diesen Ort ausgesucht. Können Sie uns sagen, wie wir zu diesem Tempel kommen? Der Eingang zum Tempel Gemsas befindet sich nördlich vom Eingang des Dschungels. Aber ihr müsst aufpassen, der Tempel wurde mit einigen Fallen und Mechanismen versehen, um ihn vor Eindringlingen zu schützen. Ihr werdet also nicht einfach so reinspazieren können. Was erwartet uns? Das Tor zum Tempel ist mit einem Mechanismus geschützt, den ihr zuvor aktivieren müsst. Es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal da war. Ich weiß nicht mal mehr, was genau euch erwartet. Ich habe nur noch diese Zahlen im Kopf. 4, 3, 5. Und dann waren da noch zwei weitere Zahlen. Die ich aber leider vergessen habe. Also merken, 4, 3, 5. Und dann hat er noch irgendwas vergessen. Also 4, 3, 5 auf jeden Fall. Okay. Tut mir leid. 4, 3, 5. Nun gut, wir werden uns die Zahlen schon mal merken. Aber das ist doch noch nicht alles. Ihr müsst wissen, selbst wenn ihr den Tempel seht, sollte es nicht so leicht sein, ihn zu erreichen. Was soll das bedeuten? Nun ja, manchmal sind Dinge da, die nicht da zu sein scheinen. Der Weg wird im Verborgenen liegen. Mehr kann ich euch da auch nicht sagen. Alles ziemlich vage Informationen. Tut mir leid, aber es ist einfach zu lange her. Ich bin alt, da vergisst man eben. Oh, Herr, entschuldigen Sie, das sollte kein Angriff sein. Wir bedanken uns vielmals für Ihre Mithilfe. Auf Wiedersehen.
Ich wünsche euch viel Erfolg, was auch immer ihr vorhabt. Es hat ohnehin keinen Sinn mehr, die Geheimnisse des Tempels zu bewahren. Diese geflügelten Bestien haben ihn mit ihrem Eindringen schon in jeder Hinsicht besudelt. Na dann. 435, könnte ich mich doch bloß an alles erinnern, was mir Gemser der Dritte hinterlassen hat. Ja, das ist so, weiß Bescheid. Also 435 und zwei weitere Zahlen, die der alte Sack nicht mehr weiß. Muss man gucken. Und der Weg zum Tempel soll im Verborgenen liegen. Na gut. Also, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre in diesem Dorf zum Beispiel der Fred oder so. Oder ein Shop, weil man hat im Prinzip keine Möglichkeit, sich hier irgendwie zu heilen, geschweige denn irgendwie. Das ist kacke. Ganz ehrlich, Sui. Ah! Wäre noch eine Idee, hier irgendwo einen Fred oder einen Shop einzubauen, dann könnte man sich kurz heilen. Ich meine, auch wenn jetzt dann im Tempel eine Heilmöglichkeit ist, ist es trotzdem hier alles irgendwie blöde.